Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974 und der Tera Knight 11 kann das schon bestätigen, ich habe in den ersten 2 Minuten mehr Scheiße gelabert als in manchen Let's Plays komplett. Das kann heute richtig geil werden. So, wir gucken mal. Wir haben irgendwo bei Level 7 oder so aufgehört. So, da waren wir durch. Wir sind bei 7-3. Wir sind immer noch bei Wonderboy Returns und ich bin immer noch der doofe Venom 1974. Und kommen extra, auch wenn Isabella nicht dabei ist, wir machen das in der Tina-Edition. Und ich liebe immer noch diesen Soundtrack. So. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir... ach, stimmt. Geist nicht tötbar. So geil. Man hat immer das Gefühl, wenn man sein Let's Play sieht, muss man sich doch dran erinnern, Herr Pfeifenkopf. Erstens bin ich alt. Und zweitens, überraschenderweise, ist bei den meisten Let's Plays dann doch ein bisschen Abstand zwischen den Folgen. Verrückt. Es ist nicht alles live. Verrückt. Diese Welt, sie ist verrückt. Mein Gott. Vor allem, ich renne in die gleichen Fallen, wie ich es beim letzten Mal auch gemacht habe. Also für die Leute, die jetzt das Let's Play sehen, ja, das sind die gleichen Fallen. Du rennst ja schon wieder in die gleichen Fallen, ja, vollkommen im Tempel aus, ja. Ja, Ernie der Let's Plays, ich glaube, ich flippe aus. Selbst PewDiePie spielt besser. Oder Dumtendo, wie die noch alle heißen. So, wollen wir mal ein bisschen die Sache ernst nehmen. Weil also hier sind wir auf jeden Fall gestorben, das weiß ich noch. So, zweiter Abschnitt. Jede Stage besteht aus 4 Abschnitten. Das sage ich vor allem für die Leute, die das Let's Play gucken. Die sagen, immer, du Spast. Wie doof hältst du uns eigentlich? Für sehr doof. Aber ich glaube, das sage ich nicht öffentlich, weil ich will ja meine Zuschauer nicht beleidigen. Ich bin gleich tot, ne? Alter. Ich laber mehr Scheiße als sonstiges und spiele noch schlechter als sonst. Startseite incoming, sage ich nur. Kein Talent und nur Scheiße labern. Ich sollte Wonderboy-Pranks machen. So, komm. Bis hierhin gut. Okay, Abschnitt 3. Bis hierhin alles okay. Das ist ein faules Ei, das sehe ich. So. Das war gut. So. Yes! Letzter Abschnitt. Ich bin... Schreiben Sie jetzt in die Kommentare. Scheiße! Dieses Let's Play wird Ihnen präsentiert von ShitLP. Denn man kann aus Scheiße auch Kuhscheiße machen. Oder so. So. Gucken, wie lang der Abschnitt ist. Okay, das ist eine doofe Stelle, glaube ich. Okay. Und wieder? Yes! Jawoll! So, die Oberkreiner jetzt rausholen. Und damit meine ich nicht euer kleines Würstchen. Das meine ich nicht. Boah, ist das fies! Stacheln unterm Ei. Das kennt man auch sonst eigentlich nur bei Nestle. Ja!
Genau, es gab nämlich in alten Games gab es die Möglichkeit, das Ei zu treten. Macht das übrigens nicht bei Leuten, die ihr kennt. Das kann wehtun. So macht man übrigens meistens nicht unter Bekannten Eiersalat. Macht das nicht. So. Okay. Na? Uah. Okay. Ich kämpfe von Abschnitt zu Abschnitt. Also 10 Level hat das Ding übrigens, falls das irgendeinen interessiert. Falls euch das nicht interessiert, 10 Level hat's. Ja, herzlich willkommen bei der Dauersterbesendung. Wer übrigens Bock hat, kann ja gerne mal einen Death-Counter machen. Aber ich sag euch, das ist eine harte und undankbare Aufgabe. Boah. Ja. Und man tot. Yes. Das war gut. Okay, ist egal. Hab den Abschnitt erreicht. Mehr will ich gar nicht wissen. Der Endkampf wird gleich sowieso total unfair. Boah, der war... Boah! Dusel! Dusel! Da kam zu Glück auch noch kein Pech dazu. So, letzter Abschnitt. Dann kommt der erste Boss. Auf jeden Fall in dieser Neuaufnahme. Wie, der macht das nicht alles in einer Session? Noob! Ah, weg mit dir. Boah, das war knapp. Ja. Boss! Fight! Was bist du denn? Ein Cutie Yeti oder was? Ein Jedi-Schang? Mach dich platt! Hau ab! Arschloch! Sackgesicht! Ist ja unglaublich! Okay. Ja. Mist. Okay. Komm mal hin. Komm, gib auf. Okay, geht nicht. Muss im Lauf machen. Sonst bringt das Tina nicht hoch genug. Komm, nächster Versuch. So, komm. Also immer in Bewegung bleiben. Komm, geh hin. Nein! Diese One-Kill-Nummer finde ich so unglaublich nervig. Boah. Alter! In den Schneeball! Meine Güte! Geht denn hier ab? Komm, mach Fight. Dass er immer die Animation triggern muss, ist auch total geil. So, komm her.
Ja, toll. Nein! Ah. Tja, und dann machen wir die Stage gleich nochmal. Komm. Wonderboy Action. So, weg da. Warum renne ich eigentlich nochmal in die Falle? Achso, weil ich kann. Diese Falle wird Ihnen präsentiert von Falle. Mal mit allem weg hier. Okay, schon mal. Ah, ich bin auf jeden Fall schon mal in 2. Die Rutschmechanik ist in solchen Sachen richtig gut. Die macht richtig Laune. Aber so richtig Fun. Mein Gott! Rutschst du noch oder lebst du schon? So, besser. Yes. Abschnitt 3. Ja, genau. Alles richtig gemacht. Okay. Seemöwe gekillt. Nein! Meine Güte. So. Ja. Der Vorteil ist, danach hat man den Level auswendig gelernt. Ob man will oder nicht. So, vierter Abschnitt. Der Abschnitt geht ja mehr als... Ach, jetzt kommen die ganzen Schneemänner, ne? Yes. So. John, Germany's next top Yeti. Yes! In your face! Stage 8. Aber das machen wir, Achtung, in der nächsten Folge. Boah, bin ich geil.